was machen Sie dann? So, im ersten Tool haben wir ja schon mal unseren Editor geöffnet. Wir haben die Engine hier. Und jetzt wollen wir mal ganz grob unser User Interface umgehen. Ich werde es auch nur ganz grob anschneiden, weil hier einfach viel zu viel los ist. Ich werde jetzt einfach jetzt nur mal das anschneiden, was halt wichtig für uns am Anfang ist. So fortgeschrittene Sachen, die man jetzt halt für spezifische Sachen braucht, die gehe ich jetzt erstmal nicht durch. Wir gehen jetzt nur einmal grob hier durch, was halt für uns jetzt am Anfang erstmal interessant ist. Das Wichtigste ist hier die verschiedenen Speichermöglichkeiten. Wichtig bei der Unreal Engine. Wir haben mehrere Möglichkeiten, speichern und was gespeichert wird. Beim Self-Current ist das aktuelle Level, also das aktuelle, was hier in dem, das, was hier aktuell in diesem Fenster drin ist, das, dieses Level wird gespeichert. Bei Save All Levels auch alle Level, die wir angelegt haben. Man kann in einem Projekt mehrere Levels anlegen. Die könnte man dann speichern. Es geht halt auch über diesen Button oder Steuerung S ist auch speichern. Das ist das Current Level speichern. Wie gesagt, das speichert aber nur das, was hier verändert wurde. Wenn wir hier unten in den Sachen was verändern, wenn wir hier unten in diesen Dingern was verändern, das speichert das nicht über dieses Speichern. Das müssen wir anders speichern. Dazu dann aber, wenn wir so weit sind. Die anderen Sachen werden wir jetzt halt, ja, neues Projekt öffnen und so weiter, werden wir jetzt weniger brauchen. Höchstens das hier wäre noch interessant. Dort können wir die Excel-Datei rausspeichern für das entsprechende Gerät. Wir werden höchstens hier das Windows rausrendern. Bei den anderen Sachen ist dann halt, je nachdem, was man braucht, braucht man halt andere Sachen. Ja, und wir bleiben jetzt einfach bei, wir machen ein Spiel oder irgendwas für einen Desktop-PC. Bei Edit gibt es halt Undo, Redo und halt der Copy-Paste und den ganzen Kram. Man kann hier Preferences machen, Projekt-Settings und so weiter. Oder Plugins, darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Das ist mehr so Richtung Fortgeschrittene. Das brauchen wir für den Anfang nicht. Das ist alles, was hier eingestellt ist, für den Anfang komplett normal. Also man muss nichts zuständig, muss man jetzt da nichts einstellen. Das hier ist schon eh interessant, falls wir mal ein Fenster verlieren, wie zum Beispiel hier, der World Outliner ist weg. Den können wir dann halt hier wieder dazu machen. Falls man hier, da man ja hier alles ja, überall hin verschieben kann, wo man denn möchte und sagt, okay, ich habe hier so viel Krams gemacht, ich habe keine Ahnung mehr, was hier wo wie ist und wo es ist. Kann man auch sagen, okay, ich gehe hier Layout, Load Layout, Default Layout und wieder alles am Anfang. Kann ganz hilfreich sein am Anfang, wenn man halt Sachen irgendwie verschiebt und sonst was. Generell kann man hier halt alles aufrufen. Das wird später wahrscheinlich schon mal interessant sein, da können wir ein Video rausrendern. Ja, ansonsten brauchen wir jetzt erstmal dafür jetzt nichts. Wird später interessanter. Hier auch, wenn man Hilfe braucht, kann man hier auch verschiedene Sachen nutzen. So, weiter geht's mit. Nehmen wir diese Leiste. Wie gesagt, gespeichert haben wir ja. Hier haben wir halt das Landscaping Foliage. Geht halt auch mehr rum, um ein Level selbst bauen. Oder eine Landscape halt einen Boden zu bauen, jetzt erst beim Groben, der halt nicht aus einem Block besteht. Dazu werde ich halt wieder was Eigenes machen oder mehr eher zwei oder drei, weil hier doch ein bisschen was dazugehört. Hier kommen wir halt auf den Content Browser, auf den Marketplace zurück. Hier bei den Settings kann man auch wieder ein bisschen was einstellen, was wir jetzt halt nicht unbedingt erstmal brauchen. Vielleicht später mal was einstellen, aber momentan, wie gesagt, uninteressant. Das hier werdet ihr noch nicht haben, die Megascans. Das zeige ich euch auch, wie man das später bekommt, da man ja über Megascans kostenlose Assets und Materialien bekommt. Blueprints sind später mal ganz spannend, da werde ich euch ein paar zeigen. Hier hatten wir wieder die Animation. So, Bild wird interessant, wenn wir halt wirklich mehr wirklich ins Games Art gehen und unser Licht halt für die Engine optimieren, so dass das herausgerenderte Spiel auch flüssig läuft. Das gehört zur Games-Optimierung. Wird dann halt später ein großes Thema sein, Licht. Licht generell ist halt ein riesiges Thema, wo ich selber noch nicht so wirklich den Überblick habe. Da gibt es echt viel zu tun. Licht ist halt so eine Marke für sich. Hier auf Play können wir halt unseren Kollegen spielen, springen, laufen und so weiter. Escape ist wieder zurück. Die anderen Geschichten brauchen wir jetzt halt erstmal auch nicht. Wir wollen nichts launchen, wir wollen jetzt nichts erstmal rausrendern und so weiter. Also es funktioniert über Play auch genauso gut. Wir brauchen kein extra Fenster dazu. Dann haben wir hier neben unseren World Outliner, wo quasi einfach angezeigt ist, was sich hier in unserer Szene alles befindet. Ist ganz praktisch, wenn man irgendwas Spezielles sucht und man die halbwegs clever benannt hat. Sagt, Naming Conventions ist hier in der Engine sehr, sehr wichtig, wenn man halt einen Überblick gewinnen will.
Und hier ist alles Wand, 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 Boden. Halt, macht das Sachen leichter zu finden. Auch hier auf der Suche kann man eingeben, okay, ich möchte jetzt ein Licht. Hier auch die Sache, die Standardsachen hier sind alle auf Englisch. Ihr könnt die später benennen, wie ihr möchtet. Nur behalte das im Hinterkopf. Alles, was basismäßig hier drin ist, auch im Starter-Content, ist halt alles auf Englisch. Wie ihr das später macht, ist euch überlassen. Hier bei den Details findet ihr halt alle Informationen zu dem ausgewählten Objekt, was ihr habt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel diesen Cube. Haben wir hier die Transforms. Einfach, der sagt euch, dieses Objekt, das ist auf diesen Positionen. Es hat die und die Rotation, es hat die und die Skalierung. Ist halt das, wie man sieht, ich verschiebe dieses Ding und es ändern sich die Zahlen. Ich drehe es, es verändert sich hier die Rotation. Ich skaliere es, ändert sich auch. Ich wieder zurück. Es zeigt einfach an, wie dieses Objekt positioniert ist, wie groß und so weiter. Die Mobility ist jetzt für uns auch weniger interessant. Das einzige Unterschied bei Objekten, bei Lichtern ist das wieder was anderes. Bei Objekten ist halt stationary, es bleibt stehen. Static, es bleibt stehen, es bewegt sich nicht. Movable ist es dann, wenn man halt sagt, okay, ich möchte Physik dazu tun. Ich möchte, dass es sich bewegt, wenn man es zum Beispiel anschießt. Oder dass es irgendwo runterfällt. Brauchen wir bei dem Cube jetzt nicht. Der soll sich nicht bewegen, also kann der auch statisch bleiben. Hier ist einfach das Mesh. Da das ja eine Position an für sich ist, können wir auch hier problemlos das Mesh ändern. Sagen, okay, ich habe hier den gechamferten, also diesen abgerundeten Cube. Ich möchte aber den eckigen Cube da haben. Den können wir hier reinpacken und zack, ist der eckig. Und hier dann halt das Material. Dazu dann später mehr. Wie gesagt, hier ist die Physik, die kann man ankeyen, wenn man möchte. Da kann man die jetzt gerade bei den First Person, wenn man die ankeyt und einstellt, kann man sagen, okay, wenn ich das anschieße, fliegt das weg. Es kann auch einfach irgendwo runterfallen oder so weiter. Das kann man hiermit aktivieren. Wichtig hier wieder, es wird dann halt was movable. Ja, eine Collision kann man hinzufügen. Das ist jetzt halt auch erstmal weniger interessant für uns. Das ist dann auch auf Collision und so weiter werde ich eingehen, wenn wir uns um die Assets an sich kümmern. Ich glaube, das wird dann übersichtlicher. Die anderen Sachen sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Die können so stehen, wie sie sind. Wie gesagt, das sind dann halt mehr spezifische Sachen, die wir dann halt dann nehmen, wenn wir sie brauchen, werde ich das anreden. Ansonsten lasst einfach so erstmal stehen. Es stört uns nicht. So, und dann kommen wir erstmal hier unseren Place Actors. Das sind einfach diese Standard-Dinger, die Unreal sagt, die habe ich für euch. Hier haben wir die Lights. Auf die Funktion der einzelnen Lichter, was jetzt genau tun, werden wir später zugehen, weil, wie man sieht, die funktionieren doch ein bisschen anders alle. Werden wir dann halt eingehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, Licht ist ein eigenes, riesiges Thema. Da werden wahrscheinlich mehrere Tutorials dazu kommen, je nachdem, was wir brauchen. Also Basics, also die Basislichter ist halt das Point und das Spotlight. Und ja, ein Direction Light ist ja von Anfang an drinne, weil wir brauchen ja auch erstmal Licht in der Szene, sonst ist es halt dunkel. Wäre ja sonst doof, sehen wir nichts. Die Cinematics sind halt ja Kameras. Wird dann halt wichtig, wenn wir hier einen schönen Shot draus machen wollen, wie ein Fly-Through oder sowas. Das sind die Aktionen, die man damit mal ausführt. Hier haben wir verschiedene Visual Effects. Hier haben wir dann Visual Effect. Das wird halt dann erst wirklich spannend, wenn wir halt wirklich was in der Szene haben, das halt dargestellt werden kann. Mit dem bisschen Gedöns jetzt noch relativ unspannend. Man kann halt ein bisschen Atmosphäre reinziehen, ja, ein bisschen Nebel und so weiter oder Reflexion schön machen. So, hier haben wir die Geometrie. Die wird jetzt erstmal wichtig für uns sein, wenn wir gerade keine eigenen Assets haben oder halt auch fürs Blockout. Und wie man sehen, kann man hier halt die Sachen reinziehen. Generell alles Drag and Drop, ihr zieht das rein, es ist da. Hier kann man verschiedene Sachen verändern. Okay, sagt, ich möchte den, na, nicht 200, wir machen mehr. Okay. Generell diese Angaben hier beziehen sich auf Zentimeter. Wir machen den mal dünn. Machen wir hier so ein Pyramidchen. Sagt, später werden wir genauer darauf eingehen. Warum ist das jetzt so grau? Da ist ja noch nicht wirklich Farbe drauf. Was soll das mit diesen komischen gelben Linien und den Punkten? Werden wir dann zu gegebener Zeit drauf gehen, was das jetzt bringt. Und was wir jetzt da eigentlich mit machen können. Wir können ja zum Beispiel hier so einen wunderschönen Turm bauen.
haben wir doch mal an 1 Atom gestellt. So können wir halt ganz grobe Formen erstmal aus so Basic Stuff machen, Treppen und so weiter. So, die Volumes an sich ist jetzt auch erstmal uninteressant für uns. Dann haben wir halt hier einmal den Content Browser. Hier im Content Browser an sich ist erstmal unser ganzes Zeug, was wir alles in die Engine geladen haben oder was halt nutzbar in der Engine ist. Das ist alles von Unreal Engine an sich vom Anfang an. Gibt es halt ja, diese Ordneransicht oder hier dieses Panel. Je nachdem, wie ihr gucken wollt, ist euch überlassen. Ich habe das immer gern offen. Ist halt, um Ordnung zu halten. Generell ist es wichtig, ab einer gewissen Größe vom Projekt haltet Ordnung, sonst findet ihr euer Stuff nie wieder. Wie gesagt, in der Geometrie sind halt diese so ein paar Standardformen für die Engine. Da können wir halt auch später die und die hier, die Geschichte hier reintun. Hier das Mannequin. Der hier wird später wichtig, der Starter-Content. Das ist auch das, was wir uns am Anfang erstmal ansehen werden. Wie man halt generell mit den verschiedenen Sachen umgeht. Wie ihr seht, das sind halt Materialien, Level und so weiter. Verschiedene Props, die hier schon von Unreal vorhanden sind, die wir alle nutzen können. Wie gesagt, das ist der Starter-Content. Deswegen solltet ihr den am Anfang ankeyen. Dann kriegt ihr ganz viel verschiedene Stuff. Und das werden wir dann halt später durchgehen, was können wir eigentlich mit dem ganzen Gebämmel, was wir hier jetzt haben, alles anstellen. Bevor wir halt anfangen, selbst Sachen reinzuziehen, denke ich mir, wir nehmen das, was schon da ist und nutzen das erstmal und üben damit, wie finde ich mich in der Unreal Engine damit zurecht. So, und jetzt endlich kommen wir zum größten, unser Viewport. Bewegt man sich hier da eigentlich drinne, weil wir wollen ja hier uns umgucken. Einfach hier mit links oder rechter Maustaste festhalten und ihr könnt hier überall umschauen. Mit der linken Maustaste könnt ihr euch nur hin und her bewegen und vor, wenn ihr hoch und runter geht, geht ihr vor und zurück. Drückt ihr die rechte Maustaste, könnt ihr halt hier einmal rundherum. Und mit WASD könnt ihr euch halt auch, solange ihr links oder rechte Maustaste festhält, hin und her. Auf Q geht's runter, auf E geht's hoch und dann halt, ja, WASD kennt ihr halt, wie in jedem Spiel auch. Und wenn ihr jetzt hier einfach Sachen manipulieren und bewegen wollt, klickt ihr einfach irgendwas an. Ihr habt hier so ein Pivot. Meistens ist direkt der Bewegungspivot angewählt. Bewegungspivot, weil wir können damit den Stuff hier bewegen. Der fliegt hier überall rum. Wenn ihr E drückt, habt ihr den Rotate, also ihr könnt Sachen rotieren in alle Richtungen. Ja, schön angezeigt an diesen Dingern. Und halt mit, ja, ich glaube, ich mache den einfach mal wieder gerade. Das glaube ich ein bisschen schöner. Ah, okay, das schickt. Und mit R habt ihr die Skalierung. Könnt ihr kleiner, größer. Könnt ihr auch nur auf einer Seite kleiner, größer machen. Und auf W ist halt, ja, unsere Bewegung. Hier könnt ihr das auch nochmal per Knopfdruck. Interessant ist dieser Knopf hier. Ist einmal die Word oder die Object Position. Achtet mal auf diesen Pivot. So ist die Welt ausgerichtet. Und so orientiert er sich halt an dem Objekt, wo es hinguckt. Hier haben wir unsere Einstellung fürs Movable. Hier sagt er mir, okay, ich gehe immer 10er Schritte. Okay, fällt jetzt halt nie so auf. Sagen wir erstmal 100er Schritte. Seht ihr, der snappt halt direkt immer an die 100. Ist ganz praktisch, wenn ihr modular irgendwas aufbaut, Wände oder so, dass die halt immer den gleichen Abstand haben. Oder hier Snap on Surface, wenn ihr sagt, ich möchte etwas bewegen. Hallo, würdest du den bitte nehmen? Und der platziert sich wirklich an der Oberfläche. Ist halt wichtig, er nutzt immer den Pivot-Mittelpunkt, nicht das Objekt. Je nachdem, wo er Pivot sitzt, wenn ihr den clever platziert habt oder platziert wurde, je nachdem, wo ihr es ist, habt, ist das eine sehr nützliche Funktion. Hier machen wir wieder aus. Das gleiche gilt halt auch hier. Für unseren Winkel, der sagt, okay, ich drehe hier immer nur jede 30 Grad. Oder ich drehe hier jede 60 Grad. Je nachdem, was ihr braucht, so könnt ihr halt immer einheitlich den Winkel bestimmen. Ihr könnt die Geschichte aber auch ausstellen, dann habt ihr halt einfach freie Rotation mit Kommazahlen. Je nachdem, was ihr braucht. Und hier haben wir für die Skalierung die verschiedenen Werte. Das sind halt Kommazahlen, die sind halt ein bisschen genauer. Kaum Begrenzung und dann halt hier wieder jeder 10er Schritt. Das wieder. Ups, sind wir ganz weg.
Er wurde zu klein skaliert, ist ja ganz verschwunden. So. Hier haben wir auch nochmal den Kamera-Speed. Da könnt ihr einstellen, wie schnell bewegt ihr euch hier durch die Gegend. Je nachdem, wie groß eure Welt ist, kann das sehr praktisch sein. Bei einer großen Welt, hohes Tempo, fliegt ihr, was weiß ich, wohin. Wenn ihr irgendwas näher haben wollt oder in einem kleineren Gebiet arbeitet, halt einen kleineren Speed. Sendet sich Shortcut ist auch, wenn ihr F drückt, geht ihr in die Sichtweite des ausgewählten Objekts. So, was ist, ihr seid irgendwo weiter weg. Na, wir gehen mal Tempo, weiter weg. Ich will jetzt aber ganz schnell dahin, ohne dass ich dahin fliege. Den kann ich hier auch generell hier auswählen und F bin da. Wie gesagt, halt ganz praktisch in der großen Welt oder wenn man halt speziell irgendwas sucht, drückt nicht unbedingt auf die Skysphere. Gehen wir hier die Light Source. Pft, wo ist sie? Da ist sie. Na, zwei ist ein bisschen langsam. Bleiben wir vier. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Ich habe hier nur mal kurz den Schatten entsorgt. Wie ich das gemacht habe, etc., zeige ich euch später. Das ist ein großes Thema, wenn wir zum Licht kommen. Jetzt akzeptiert es einfach, ich habe den Schatten weggemacht. Ich habe gezaubert. Hier haben wir jetzt verschiedene Einstellungen noch. Realtime ist einmal anlassen. Ja, wir wollen ja, wie Realtime haben, wir wollen ja halt, dass es während wir schauen, irgendwas passiert. Macht ja Sinn. Die Stats würde ich auch anzeigen lassen. Dann zeigt er uns an. Wenn wir hier verschiedene Fehler haben, dann kommt hier einfach ein roter Text. Das stimmt hier nicht. FPS kann wichtig sein, einfach zu gucken. Später, wenn wir viel Zeug in der Unreal Engine haben, würde dieses Spiel, wenn wir es rausrendern, so wie es ist, jetzt auch noch normal laufen. Geht auch nicht von den FPS aus, die wir so im Editor haben. Geht eher von dem aus, was im Play ist. Gesagt, wird halt erst später interessant, um zu gucken, ob unsere Excel-Datei, wenn man sie rausrendern würde, tatsächlich flüssig läuft. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, irritiert nur. Toolbar, falls sie mal verschwindet, ist sie hier. Ja, sowas. Das können wir erstmal alles so stehen lassen. Das ist jetzt noch nicht so relevant. Eventuell das Layout, je nachdem, was ihr bevorzugt, kann man sagen, okay, ich mache hier mein Dings auf zwei Bildschirme, weil ich irgendwas Bestimmtes sehen möchte. Jetzt halt den Top-Down und die Seite. Das kann man mehrere machen, kann jeder für sich einstellen. Man kann sagen, okay, ich brauche jetzt hier mehrere Perspektiven, weil ich irgendwas zusammenbastel. Ist dann jedem selbst überlassen. Ja, wirklich meistens habe ich ein Fenster offen und platziere das so. Ist halt Präferenz für jeden anders. Hier haben wir die Perspektive, kann man sagen, okay, ich will jetzt Top-Down drauf gucken. Orientierung manchmal ein bisschen schwierig, weil das halt Wireframe erstmal ist. In Lit haben wir dann unseren hier direkt von oben. Und halt ja, von unten, von links, von rechts, von vorne, von hinten, halt alles blöd, weil wir die Wand haben. Perspektivisch machen wir den normalen. So, wie man gesehen hat, hier habe ich ja eben von Wireframe auf Lit umgestellt. Hier ist einfach halt ja, beleuchtet. An Lit haben wir halt die reine Farbe an sich. Hier sind mehr so Sachen, wenn irgendwo ein Fehler aufgetaucht ist in der Textur, im Bake oder so weiter, dass man unseren Fehler finden kann. Ja, soll halt wie gesagt, wenn man irgendwie einen Fehler sucht und halt später ein paar Sachen werden hier wichtig, aber da werden wir dann dazu kommen, wenn es soweit ist. Schau, könnte noch interessant werden, da wird einfach angezeigt, was soll ich denn überhaupt alles anzeigen? Je nachdem, was wir gerade haben, kann Landscape ganz nützlich sein, sagen wir, okay, ich blende die aus, weil die mir gerade im Weg ist. Oder halt der Nebel ist mit erstmal im Weg, aber den will ich so behalten. Aber in Nebel gucken ist halt immer ein bisschen schwierig. Und so Zeugs halt, die Static Mesh können wir ausblenden. Falls wir halt irgendwas nicht so sehen wollen, weil es halt uns aktuell im Weg ist, kann man ausblenden und einblenden. Der einzige Punkt, wo ich sagen würde, macht den direkt, ist hier die Preview Shadows. Sonst habt ihr in euren Schatten immer so ein kleines Preview-Text stehen, da kann man ein bisschen irritierend sein. Ansonsten könnt ihr dort alles so lassen, wie es ist. Es funktioniert alles so wunderbar. Wie gesagt, sind dann halt spezielle Sachen, wenn man irgendwas ausblenden möchte, weil es einem gerade aktuell im Weg ist und stört, aber man es halt nicht rauslöschen möchte. So, das können wir erstmal alles so stehen lassen. Wir sind jetzt einmal querbeet durch. Ich glaube, ich habe hoffentlich nichts vergessen. Höchstens die World Settings, die sind ausgeschaltet. Die sind hier nebendran. Aber die werden halt auch erst richtig interessant, wenn es ums Beleuchten geht.
Ansonsten sind die jetzt so, wie sie sind, erstmal okay, weil sie ist einfach, dass man, wenn man irgendwo runterfällt beim Spiel, dass man halt tatsächlich irgendwo sterben kann und dann halt wieder zurückkommt. Und halt nicht ewig lang ins Nichts fällt. Das nächste wird dann spannender, gerade zum Gucken sein, weil wir tatsächlich irgendwas bauen werden. Wir werden einfach mal gucken, was können wir hier so alles mit diesen Standarddingern vom Starter-Content oder von der Geometry machen. Oder halt auch hier von unserem schönen Geometrie an sich. Wie gehe ich damit um? Was kann ich damit machen? Dann haben wir auch ein bisschen mehr zum Gucken, wie ich gucke jetzt hier das wunderschöne Bild an und folge dem Mauszeiger einmal rundherum. Dann danke ich allen, die bis hierher mitgekommen sind, die mit zugehört haben, die vielleicht was verstanden haben. Wenn Fragen da sind, fragt ruhig in den Kommentaren danach. Gerade das ist halt, wie gesagt, sehr viel und sehr verwirrend. Später wird es besser, wenn wir dann halt wirklich Schritt für Schritt immer bei einer Sache bleiben, dass man sagt, okay, mir guckt jetzt halt nur nach Meshes. Das wird dann alles ein bisschen übersichtlicher. Hier ist ja einmal so querbeet durch ein bisschen was von allem. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts großartig Wichtiges vergessen. Ja, dann halt danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch.